Liebes Publikum, es war eine große Illusion von uns zu glauben, wir könnten den Mai schon komplett bei uns im Garten verbringen. Auch wenn gerade eben die Sonne scheint, ist das leider eine Illusion, genau wie die große Fassade des Berliner Schlosses, über das Hans von Trotha ein inspirierendes, anregendes Buch geschrieben hat, über das er sich jetzt noch einmal im digitalen Raum mit der TAZ-Redakteurin Susanne Messmer unterhalten wird. Schön, dass Sie dabei sind. Noch einen schönen Tag. Ja, willkommen, liebes Publikum, an diesem verregneten, kühlen Dienstagmittag im Literaturhaus Berlin. Anders als erhofft findet dieses Gespräch, was ich gleich das Vergnügen habe, mit Hans von Trotha führen zu dürfen, nicht im Garten statt, sondern im geschlossenen Raum drinnen und live gestreamt. Der Mai ist dieses Jahr sehr unzuverlässig, wettertechnisch gesehen. Ja, und wie gesagt, ich darf mich heute mit Hans von Trotha über sein neues Buch Die große Illusion, noch einmal ein interessantes Buch, kaum zu glauben, aber wahr, über das Schloss, das Berliner Stadtschloss, das Preußenschloss oder auch Hohenzollernschloss oder auch Humboldt-Forum genannte dicke Ding, was in Berlins Mitte jetzt steht und sozusagen die Prachtallee unter den Linden verriegelt und zuschließt und angeblich auch füllt. Ja, ich freue mich sehr, dass ich mich mit Ihnen hier heute unterhalten darf, weil es wurde sehr viel gestritten seit 30 Jahren im Grunde genommen, seit der Wende über dieses Schloss, und trotzdem haben Sie nochmal ein interessantes Buch geschrieben über das Schloss, was ein Kunststück ist, glaube ich. Anfangen würde ich gerne mit einem meiner ersten Texte, die ich in der TAZ geschrieben habe, eine Zeitung, für die ich heute noch schreibe, und damals gab es weder noch den Palast der Republik noch das Schloss dort an der Stelle, sondern eine riesige, große Wiese, eine Leerstelle mitten in Berlin. Und ich bin also im August 2012 zu dieser Wiese gefallen. Es stand gar nichts mehr da, es war wirklich nur die Wiese und so seltsame Holzbootstege, die in diese Wiese hineinführten, und habe mich im Grunde genommen von dieser Wiese verabschiedet, weil ja alle wussten, jetzt wird der Grundstein gelegt, jetzt geht es los. Und es war ein sehr melancholischer, schöner Nachmittag, wo ich auch mit vielen jungen Leuten geredet habe, die auf dieser Wiese sehr gerne verweilen, auch Anwohner oder auch Straßenkinder vom Alexanderplatz, die da ab und zu mal hingegangen sind. Und ich dachte, das sei ein schöner Einstieg mit Ihnen, da Sie ja über Literatur und Gärten im 18. Jahrhundert geforscht haben und ein sehr schönes Buch auch über englische Gärten geschrieben haben. Und ich dachte, wir könnten mit dieser Wiese einsteigen in unser Gespräch. Ja, sehr. Ja, das passt auch insofern sehr, sehr gut, weil diese Wiese ja nicht zuletzt deswegen so schön war, weil sie eine Projektionsfläche ist, die aber sehr viel offener ist als eine Fassade, die Rekonstruktion einer historischen Fassade, weil die immer auch den ganzen historischen Inhalt mittransportiert. Und die Wiese lässt einfach den Raum für das, was sich jeder wünschen würde an dem Ort. Und es gab ja einen bekannten Teilnehmer der Diskussion, die tatsächlich, also genau 30 Jahre, also 91 waren die ersten, Joachim Fest und Wolf-Jobb Stieler, die ersten prominenten Texte, die für die Rekonstruktion des Schlosses eintraten. Das war 91, seitdem wurde dann gestritten. Und einer der Teilnehmer, Julius Posener, großer Architekturhistoriker hier in Berlin, der hat einen wunderbaren Text 1993 geschrieben, in dem er diesen Vorschlag genau macht. Er hat gesagt, okay, baut eine Fassade Richtung Linden hin, damit ihr diesen Abschluss dort habt, aber dann legt eine Wiese an, legt einen Garten an und wartet so lang, bis ihr eine richtig gute Idee habt, was man da hinbauen könnte, denn irgendwann wird das kommen. Mhm. Und mit dieser Vision höre ich mein Buch auf, ja. Weil der Glaube, dass man sich an so ein entschleunigendes Verdikt in der Architekturdebatte halten würde, ist natürlich die allergrößte Illusion von allen. Aber ich fand es damals schon ungeheuer poetisch, und es hat so für einen Moment den unglaublichen Zug und auch die unglaubliche teilweise Aggression und Emotion aus der Diskussion rausgenommen und genau wie Sie es beschreiben, so ein Durchatmen. Mhm. Das ist jetzt an dieser Stelle nicht. Mhm.
Wäre es denn so schlimm gewesen, wenn da eine Wiese geblieben wäre, Sie als Gartenfan? Nein, also ich halte gerade bei diesen überverdichteten Städten, wobei man muss jetzt immer hin und her springen, 1991 war Berlin nicht überverdichtet, das ist es irgendwie erst seit 5, 6, 7 Jahren. Also wir sind heute in einer ganz anderen Situation und damals war das noch nicht so, wobei viele schon prophezeit haben, dass es kommen wird. Also ein bisschen weitsichtiger gedacht. Ich bin gerade in diesen überverdichteten Städten ganz, ganz, ganz großer Freund von Freiflächen, wie auch immer sie genutzt werden. Und das ist, also seit den 70er Jahren spätestens gibt es diese Aktivitäten in den Großstädten, in New York, in London, mittlerweile auch in Paris und Berlin und anderen, weil das so Orte sind, also ich versuche ja auch davon zu erzählen, wie wir in Städten Botschaften, Reizen, Signalen ausgesetzt sind, die von den Gebäuden ausgehen. Teilweise gar nicht gewollt, aber in vielen Fällen eben auch gewollt. Und diese Wiesen, je weniger sie gestaltet sind, sind Ruheräume in den Städten, in denen wir mit uns selbst über die Stadt nachdenken können und nicht gleich dem nächsten Reiz ausgesetzt sind. Deswegen hätte ich es ganz, ganz, ganz wunderbar gefunden. Es war illusorisch, weil der Platz viel zu aufgeladen war und einfach immer der zentrale Platz staatlichen Bauens. Mhm. Und das ist ja jetzt im Grunde genommen ja wieder geworden. Mhm. Außerdem war ein gewisser Herr von Bodin ja auch schon ordentlich am Werkeln gewesen. Der hatte ja seine Pfeiler schon eingeschlagen. Es war nicht mehr möglich, eine Wiese an der Stelle zu halten mit der Promotion, die er im Vorfeld schon gemacht hatte. Ja, und das ist interessant. Er hat ja sehr, sehr früh diesen Plan verfolgt und er hat ihn sehr strukturiert, zielstrebig verfolgt. Und deswegen, Sie sagen eigentlich, kann man gar nicht mehr, also Schloss ist auserzählt, das stimmt. Mir ging es aber darum, in der Regel ist das Schicksal von Gebäuden, dass sie eine Geschichte haben, während sie entstehen. Und wenn sie dann da stehen, dann stehen sie da und dann wird die Geschichte auch vergessen. Mhm. Und in diesem Fall, in dem ja auch das Innere des Gebäudes und die Fassade des Gebäudes voneinander getrennt sind, worüber wir sicher noch reden werden, weil was ja eine eigenartige Situation ist, ist das Gebaute, ist die Geschichte, die Diskussion ein Teil der Fassade? Sonst finde ich, ist sie gar nicht zu verstehen und wäre sie auch gar nicht gut auszuhalten. Und deswegen dachte ich, auch selbst wenn es eine Wiederholung ist, muss man die Geschichte nochmal erzählen, in welchem breiten Kontext die ist. Und dabei ist mir eben auch nochmal klar geworden, wie früh diese Texte von Fest und von Wolf Jobst Siedler eben waren und wie unglaublich rhetorisch aufgerüstet die waren. Mhm. Die hatten gar nicht so viele Argumente. Mhm. Also Julius Posener, der schon zitierte, hat ja zum Beispiel gesagt, es ist die Lage des Schlosses war städtebaulicher Zufall und gar nicht irgendwie so der Inbegriff preußischer Stadtplanung. Mhm. Dafür spricht viel. Deswegen steht sie auch so schräg. aber die Argumentation, wenn man sich die genau anguckt, was ich ja tue, ist das wirklich sehr interessant, wie sehr früh eigentlich das Argument immer war, es geht gar nicht anders. Etwas anderes ist gar nicht möglich. Und Herr von Bodin hat es ja auch mit zahlreichen Publikationen untermauert. Er hat den Albert Geier rausgegeben, dieses Prachtwerk, in dem das Schloss detailliert beschrieben ist, ohne dass hätte man das gar nicht machen können. Das ist auch auf ihn zurückzuführen. Mhm. Und nicht zuletzt hat er dann diese Idee, es war nicht seine Idee, aber er hat sie dann realisiert und übernommen, diese Plane aufzuhängen, die gezeigt hat, so etwa würde es aussehen. Mhm. Und letzten Endes, leicht polemisch, aber eigentlich nur leicht polemisch kann man sagen, ist es so viel darüber jetzt gar nicht hinausgegangen, weil wir haben jetzt auch diese Fassade und dahinter etwas völlig anderes. Und er hat sich dann sozusagen auf diese Position zurückgezogen. Ohne diese Plane wäre es wahrscheinlich nicht dazu gekommen. Dazu muss man wissen, dass ja gleichzeitig der Palast der Republik schon entkernt war und vor sich hinschimmelte. Mhm. Heinrich Wefing hat es einen Schönheitswettbewerb genannt, den der Palast nicht gewinnen konnte. Mhm. Das ist absolut richtig, wenn man die Bilder sieht. Aber es war ja nicht nur ein Kampf der Bilder und der Schönheit, sondern auch, ich würde sagen, auch ein ideologischer Kampf. Mhm. Wobei natürlich der Palast der Republik längst umgewidmet war in Anfang der Nullerjahre. Also er war ja eigentlich
sozusagen schon von Künstlern besetzt worden und umgeschrieben worden. Er hat ja einen vollkommen anderen Charakter bekommen mit diesem großen Zweifelschriftbild oben und den Theateraufführungen, Konzerten, die dort stattgefunden haben. Zwischennutzung war das Stichwort. Das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt, denn in den schon erwähnten frühen Texten, die den Grundstein gelegt haben für diese Rekonstruktion, wird immer so getan, als ob wir über eine leere Fläche, also über die Wiese reden würden. Aber die war da ja noch nicht. Und dann kam eben der Mythos in die Welt, das war Asbest, wegen Asbest musste. Und das sagen jetzt alle Historiker, das stimmt nicht. Das war ein willkommener Anlass. Aber es war wie, also ich zitiere in dem Buch, eindrucksvoll kann man sich online im Original Ton anhören, Hermann Prasser, einer der Architekten des Palasts der Republik, der gesagt hat, der Palast musste ideologisch weg. Ulbricht hat den Kaiser gehasst, deswegen hat er das Schloss gesprengt. Und die Bundesrepublik hasst die DDR, deswegen sprengen sie den Palast. Prasser sagt dann, so sind die Deutschen, wenn sie etwas wirklich beschäftigt, dann lassen sie es an den Steinen aus, was ich eine interessante Äußerung finde. Aber es ist auf jeden Fall klar, dass es nicht um die bestmögliche Versorgung der Geschichte des Palasts der Republik, ich meine, die Bundesrepublik hat sich ja sogar die Gelegenheit nehmen lassen, den Ort zu konservieren, in dem der Beitritt beschlossen wurde, nicht mal das hat gereicht, ihn zu retten. Sondern es ging, also meiner Meinung nach, aber da sind wir schon im Bereich der Projektionen, ging es tatsächlich darum, da ein Stück Geschichte zu kitten. Ästhetisch zu kitten, städtebaulich zu kitten, aber damit eben auch in der Geschichtsschreibung etwas quasi wieder gut zu machen. Und an der Stelle ist viel wieder gut zu machen, aber es ist halt nicht wieder gut, wenn man eine Fassade errichtet. Ja, es ist ja auch sozusagen eine Weiterführung des Kalten Kriegs gewesen, das schreiben Sie ja auch in Ihrem Buch, also indem man sozusagen alles versucht, dem Erdbogen gleich zu machen, was repräsentativ für die DDR stand. Es gibt eine tolle Fotografie vom Fundament des Palastes der Republik, nachdem das alles schon abgetragen war und nur noch dieses Beton, also es war ja dann teilweise wirklich gruselig, was sich da abspielte. Übrigens, die Beschreibungen davon, nicht nur in der Taz, sondern auch, waren sehr menschlich. Da war immer von Siechtum die Rede und von langsamen Dahinscheiden. Also der wurde dann so personalisiert. Und ganz am Schluss war dann noch dieses Betonfundament und ein Graffito drauf, die DDR hat es nie gegeben. Und das hat mich sehr berührt, weil da ist viel dran, darum ging es. Und wir sind ja 30 Jahre weiter. Das Ganze hat sich ja wegen Finanzkrise und anderen Dingen sehr verzögert. Das war nicht klug, so zu handeln. Also wir sind heute, glaube ich, Ost und West sind so getrennt, wie man sich vor 30 Jahren nicht hätte vorstellen können, dass es in 30 Jahren sein würde. Und ich würde so weit gehen, diese ganze Schlossdiskussion und ihr Ergebnis als Teil dieser Diskussion zu werten. Und zwar nicht im Sinne eines Verbindens, sondern eher eines Spaltens. Es gab auch in der DDR Befürworter des Schlosses, aber im Wesentlichen war es nicht mal ein Westberliner, sondern ein westdeutsches Projekt, das Schloss wieder aufzubauen. Herr von Budin ist ein Landmaschinenhersteller aus Schleswig-Holstein, glaube ich, oder? Ja. Genau. gleichzeitig ist es aber auch ein symbolischer Sieg gewesen von konservativen Kräften in Westdeutschland, aber auch in Berlin, gegen ein offenes, verspieltes, junges Berlin, würde ich sagen, was nicht nur den Palast der Republik besetzt hat, Anfang der Nullerjahre, sondern auch sich generell zum Beispiel sehr stark auch auf anderen Brachen ausgelebt hat in den 90er Jahren. Also junge Leute aus der ganzen Bundesrepublik kamen ja im Grunde nach Ost-Berlin und haben da die ganzen Leerräume entdeckt, die leerstehenden Wohnungen der Leute, die geflüchtet waren, aber auch die Brachen, die unbebauten Flächen, die leeren Altbauwohnungen. In jedem Keller gab es im Grunde einen illegalen Club, den irgendjemand aufgemacht hat. Montagsclub, Dienstagsclub und so weiter. Und diese Kultur
war, glaube ich, den alten weißen Männern, die dieses Schloss wollten, hauptsächlich auch nicht gerade sehr genehm. Dieses Image, sage ich. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich greife in dem Buch ja immer wieder auch relativ weit historisch aus. Also nicht ins 18. Jahrhundert, aber ins 19. und frühe 20. Jahrhundert, weil es sonst meiner Meinung nach wirklich nicht zu verstehen ist. Mhm. Und tatsächlich, Berlin hatte diese Brachen und die hatte es immer. Weil es erst nach 1871 als Großstadt entstanden ist und da wahnsinnig schnell und dann 1920 Groß-Berlin entstanden ist mit diesen Freiflächen zwischen den verschiedenen Stadtzentren. Und dann kamen ja diese Kriege und dann kam der Kalte Krieg. Das heißt, diese Stadt ist nie fertig gebaut worden und deswegen hatte sie diese Brachen und das war kein Plan. Sie nicht fertig zu bauen war kein Plan. Und die Orte dieser Brachen war kein Plan. Mhm. Und das war natürlich gleichzeitig bei niedrigen Lebenshaltungskosten, insbesondere Mieten, war das natürlich das Tirado für Kunst und Künstlerinnen und Künstler. Das ist jetzt erst zu Ende. Also die Stadt ist jetzt dicht in jeder Hinsicht, ist jetzt voll. Aber damals tatsächlich gab es noch diese Diskussion und ja, ich würde das tatsächlich auch so ein bisschen interpretieren, dass, also die Jugend, die junge Generation hat sich in allen Jahrzehnten nach 1880 in diesen Brachen immer herrlich eingerichtet. Mhm. Also ob das die Roaring Twenties waren oder ob das die 50er Jahre waren, die 60er, die 70er. Nach dem Mauerfall sowieso, die ganze Clubszene ist ja weltberühmt geworden. Mhm. Das ist alles nicht denkbar ohne diese Brachen. Und für mich wirkt tatsächlich nicht nur das fertige Gebäude, sondern vor allem dieses Projekt. Wir machen in der Mitte dieser Stadt als erstes großes Bauprojekt nach der Vereinigung dieser beiden Staaten am Ende dieses 20. Jahrhunderts mit dieser ganzen Geschichte, bauen wir einen großen Riegel. Wir setzen dem einen Riegel vor. Kleistern zu im Grunde. Während gleichzeitig tatsächlich diese Kultur ja noch weiterging bis jetzt. Jetzt wandert sie ab. Die Pandemie hat natürlich da noch eine ganz andere Dynamik reingebracht, aber auch unabhängig davon. Und das ging, weil das Argument der Befürworter war, es gibt keine zeitgenössische Architektur, die in der Lage ist, einen solchen Platz angemessen zu bebauen. Da war damals mein Argument, dann reißt das Gebäude, was da steht, halt nicht ab. Weil ich kann ja, also wenn also eine Baulücke zu schaffen, um dann zu sagen, die kann aber keiner, also müssen wir den Vorgängerbau nehmen, fand ich nicht ganz sauber. Außerdem stimmt es nicht. Es sind unentwegt großartige internationale Bauprojekte entstanden und es gab ja dann auch im Wettbewerb für diese Baulücke großartige Entwürfe, die sich aber, und das ist der entscheidende Punkt, nicht hundertprozentig an die Vorgaben gehalten haben. Die Vorgaben haben dafür gesorgt, dass nichts anderes entstehen konnte, als das, was jetzt entstanden ist. Das kann man nicht mal Herrn Stella vorwerfen, aber man kann es denen vorwerfen, die Vorgaben gemacht haben. Und im Grunde haben dann die Wettbewerbsentwürfe nicht gewonnen, weil sie keine Kuppel hatten auch. Genau, das war ein ganz entscheidender Punkt, aber das ist, und auch das ist interessant, weil der Bundestagsbeschluss, also wir reden ja nicht nur über ein Privatprojekt, sondern auch über ein Bundes- oder ich rede weniger über Herrn von Bundin als über die Tatsache, dass eine veritable Mehrheit des Bundestags für dieses Projekt gestimmt hat. Für die Kuppel übrigens nicht, für die Inschrift nicht, für das Kreuz auch nicht. Das ist alles später drauf gekommen. Aber die Kuppel war allenfalls Option. Sie war nicht Teil des Beschlusses. Mhm. Aber sie wurde im Wettbewerb, kommt sie auch nur am Rande vor, aber kein Wettbewerbsentwurf, der keine Kuppel hatte, kam in die letzte Runde. Mhm. Und die kreativ mit anderen Formen von Kuppeln umgegangen sind, sind auch raus. Sind haben Sonderpreise gekriegt zum Teil, aber sind rausgeflogen. Das heißt, es war schon immer die Idee, das Schloss in seiner Erscheinungsform, wie es bis 1945 da stand, wiederherzustellen. Und da wird es dann interessant, alle reden immer von Barock. Die Kuppel ist Mitte 19. Jahrhundert. Mhm. Und die Kuppel ist eine Kapelle als Zeichen des Gottesgnadentums gegen die Revolution. Mhm. Und da sehe ich, also dass man sich nach einer Barockfassade sehnt, ist das eine. Aber dass man darauf besteht, dass dieses Denkmal des Gottesgnadentums aus der Mitte des 19. Jahrhunderts 1:1 rekonstruiert wird, völlig unabhängig vom Inhalt, der dann darunter ist, jedenfalls keine Kapelle mehr,
Das ist in sich auch nicht mehr schlüssig und da wird etwas zu Ende exekutiert, was nicht in dieser Form diskutiert und beschlossen war. Die Kuppel ist entstanden, als Preußen noch gekämpft hat, als es noch nicht klar war, dass Preußen sozusagen an den Hebel kommt, an den es dann gekommen ist. Ja, es gibt darüber hervorragende Aufsätze auch auf der Seite des Humboldt-Forums. Das ist ja, die beschäftigen sich ja sehr mit dem Bau und der Geschichte und zitiere ich auch ausführlich. Das ist ganz toll, was da für Forschung geleistet worden ist. Und die haben, da ist eine Illustration ans Tageslicht befördert worden, die wirklich faszinierend ist. Es ist ein unfertiges Bild und da sieht man die unfertige Kuppel und drunter preußische Soldaten, die gegen die Revolution 48 aufmarschieren. Mhm. Symbolischer geht es nicht. Mhm. Aber wir wissen ja, die Revolution hat nicht gesiegt und die Kuppel ist nicht nur fertig gebaut worden, sondern jetzt auch rekonstruiert. Also sie muss wieder weg, kurz gesagt. Also dann kommen wir zum Schluss. Die Frage ist, also ich bin ja sehr hoffnungsvoll, dass das alles sehr, sehr gut aussieht, aus einem einfachen Grund, wir sind in Berlin. Berlin hat wirklich Schlimmstes, also auch als Stadt und städtebaulich in allen Phasen, politisch und städtebaulich Schlimmstes durchgemacht und immer einen Weg gefunden, eine lebenswerte, spannende Stadt zu bleiben, eigentlich immer mehr zu werden. Deswegen glaube ich auch, dass da irgendwas passieren wird, aber wir reden ja jetzt über die, also mich interessiert, was machen die unter 30-Jährigen, die unter 35-Jährigen und nicht die über 70-Jährigen mit diesem Haus, weil das, was die, also das, und ich habe keine Ahnung, wie das aussieht. Es gab ja schon eine Initiative, Schloss sprengen 2020, das finde ich, 2025 war es, glaube ich. Das halte ich nicht für eine gute Idee, ausdrücklich. Aber dass man diese quasi klammheimlich hinter den Bauzäunen vorgenommene, also die Inschrift am Tambour der Kuppel, die Kuppel überhaupt und das Kreuz, das finde ich, sollte man als Bevölkerung, wenn man es nicht gut findet, auch nicht das muss man nicht unwidersprochen hinnehmen. Wie man damit umgeht, also ich meine, das ist ein toller Raum, der da entstanden ist. Es ist auch schade, wenn der wieder verschwindet, aber mindestens, deswegen dieses Buch, muss man die Geschichte kennen und dann muss man sich dazu positionieren. Und außerdem muss man ja auch noch ein Innenleben für dieses Haus bringen und das wird ja kommen und da gibt es ja unglaublich spannende, sehr, sehr aktuelle Diskussionen und aus all dem wird irgendwann was Gutes werden. Ich sehe es, ich weiß noch nie, wie es aussieht. Ja, im Augenblick steht ja nur drunter, wie Sie in Ihrem Buch auch schreiben, Otto findet es gut. Also ein Titel der Süddeutschen Zeitung, weil, auch das ist interessant, sowohl die Hohenzollern-Fassade des Potsdamer Stadtschlosses, das heißt wirklich Stadtschloss, als auch Kuppel und Kreuz und viele Elemente des Berliner Schlosses sind aus privaten Spenden entstanden. Das ist eine interessante doppelte Diskussion. Das eine ist, was hat den Bundestag bewogen, das für die Antwort auf die deutsche Einheit zu halten, architektonisch und kulturell? Und was sind das für sehr einflussreiche Kräfte, ohne die diese Art der ästhetischen Gestaltung der Innenstädte von Potsdam und Berlin nicht zustande gekommen wäre? Und es ist nicht zuletzt, wie Sie ja auch schreiben, die erste antijüdische Inschrift auf einem Haus nach 45. Das ist Nikolaus Bernau, Zitat von Nikolaus Bernau, der ja sehr, sehr akribisch, und ich bin in all diesen in all diesen Beschreibungen, architektonischen Beschreibungen, ich bin ja Philologe, kein Kunsthistoriker, deswegen, ich zitiere da ausführlich die Arbeiten anderer, sei es Heinrich Wefing zum Palast der Republik oder Nikolaus Berner eben zum Beispiel, weil die sehr, sehr genau geforscht und recherchiert haben. Und dann, wie genau ist das eigentlich? Und von ihm stammt das Zitat, die erste dezidiert antijüdische Inschrift auf einem öffentlichen Gebäude nach 1945. Und das muss man sich einfach mal klar machen. Und da
Das ist eigentlich der Kernpunkt dieses Buches. Wie weit taugt das Argument, wenn wir schon rekonstruieren, dann müssen wir genau rekonstruieren, weil sonst wird es irgendwie, sonst machen wir einfach unseres draus. Mhm. Umgekehrt stelle ich als Philologe die Frage, wann ist die Botschaft, die davon ausgeht, die eine andere ist als die, die gewollt ist, so stark, dass man eingreifen muss. Mhm. Und das ist an dieser Stelle spätestens meiner Meinung nach der Fall. Mhm. Hätten Sie vielleicht Lust, ein bisschen zu lesen? Ja, das ist einer der ersten Abschnitte, der heißt Bauten und Botschaften. Es ist die größte Projektionsfläche Berlins. Und sie hängt nicht vor der Stirnwand eines Kinos, sondern mitten in der Stadt vor einem monumentalen Neubau. Dessen erster, in den Augen seiner Initiatoren wichtigster, für viele letzten Endes einziger Zweck war es ursprünglich, eine ganz bestimmte Fassade zu tragen, die nämlich, die er heute trägt. Was sich hinter dieser Fassade abspielt, also in dem Gebäude, das entsteht, wenn eine Fassade errichtet wird, war zunächst weder klar, noch schien es wirklich wichtig. Hauptsache, das Gebäude würde stehen und aufgrund seiner Kubatur und seiner Fassade die Illusion erzeugen, es stünde dort nicht wieder, sondern noch. Denjenigen, die diese Fassade unbedingt wieder erstehen lassen wollten, schließlich auch dem Deutschen Bundestag, der dies im Sommer 2002 mit großer Mehrheit beschloss und beauftragte, war das Projekt so wichtig, dass bei der Realisierung weder Kosten noch Aufwand gescheut werden sollten. Dabei gab es immer noch keine Nutzung für das Gebäude. Hauptsache, die Fassade, diese Fassade würde entstehen. Warum? Welche Botschaft geht von dieser Fassade aus, dass sie für eine einflussreiche Lobby eine derartige Bedeutung bekommen konnte? Und ist der Plan derer, die dieses Projekt propagierten, die diese Fassade unbedingt haben wollten, aufgegangen? Welche Botschaft sendet die Fassade jetzt, da sie realisiert ist? Oder umgekehrt, was lässt sich auf sie projizieren? Eine Fassade. Schon gar die Fassade eines besonders großen Gebäudes und erst recht die Fassade eines besonders großen, vom Staat für die Mitte seiner Hauptstadt in Auftrag gegebenen Gebäudes ist immer ein Statement, ein Zeichen, eine Botschaft. Ganz gleich, wie ein Bau definiert wird, was er sein will oder soll, was man gern hätte, dass er wäre, er spricht zu uns. Und das tut er in der Form, in der er da ist, unmittelbar. Er beeindruckt uns, leitet unsere Gedanken, regt unsere Fantasie an. Vielleicht manipuliert er auch unsere Gefühle. Immer löst er Assoziationen aus. Die Geschichte hinter der Fassade, die im Vorfeld womöglich geführten Diskussionen, Alternativen, geschlossenen Kompromisse, Hoffnungen, Erwartungen, Befürchtungen, die vor der Realisierung damit verbunden gewesen sein mögen, vermittelt eine Fassade nicht, sobald sie einmal realisiert ist. In der Zeitschrift Arch Plus schrieb der Kunsthistoriker Adrian von Butler im Dezember 2020 angesichts des fertiggestellten Humboldt-Forums, ihn überkomme ein kafkaeskes Unwohlsein darüber, dass der von Anbeginn höchst umstrittene Gegenbau zur einstigen politischen Hoheitsmitte der DDR letztlich wie ein UFO in unserer zunehmend verunsicherten Gegenwart gelandet ist. Nach wie vor steht die alte rhetorische Frage im Raum, so von Butler, was ist das eigentlich? Wer spricht hier mit wem, auf welche Weise und über was? In diesem Buch geht es um Botschaften, denen wir ausgesetzt sind, um Botschaften, die ausgesandt werden wollen und solche, die ausgesandt werden sollen, aber auch um Botschaften, die ausgesandt werden, obwohl das womöglich niemand beabsichtigt hat. Um Botschaften, die sich hinter dem, was Menschen tun, bisweilen verbergen. Auch um Botschaften, die Menschen hinter dem, was sie sehen, vermuten. Es ist ein Versuch über eine Fassade. Es ist nicht die Analyse eines Architekturkritikers, auch nicht das Ergebnis von Forschungen eines Historikers. Es sind eher die Gedanken eines Flaneurs, der sich einem Neubau in der Mitte der deutschen Hauptstadt annähert, der durch seine Erscheinung behauptet, etwas anderes zu sein als das, was er ist. Denn das ist die erste Botschaft, die dieser Bau aussendet, wenn man ihm unvoreingenommen begegnet. Und das bleibt irritierend. Ja, sehr schön. Sie auf die Perspektive des Flaneurs kommen Sie ja öfters noch zu sprechen im Laufe des Buches. Das ist Ihnen schon sehr wichtig, dass man sozusagen als normaler durch die
stadtflanierender Bürger immer wieder diesem Cremekasten, wie Kollegen von mir ihn auch genannt haben, sozusagen begegnet und immer wieder die persönlichen Botschaften derer, die ihn unbedingt haben wollten, serviert bekommt, ob man möchte oder nicht. Ja, die Flaneursperspektive ist mir deswegen wichtig, weil es tatsächlich, also es gibt ja, wie Sie gleich eingangs gesagt haben, kilometerweise Literatur und auch wirklich sehr, sehr, sehr fundierte Literatur zu diesem Gebäude. Das hat mich auch lange zögern lassen, ob ich mich überhaupt sozusagen dran trauen soll. Es gibt sie aus stadtplanerischer, aus kunsthistorischer, aus historischer, natürlich aus architektonischer Perspektive. Und diese Debatte setzt sich ja fort. Aber was mir fehlt ein bisschen bei dieser ganzen Diskussion und was mich eben immer schon umgetrieben hat, also ich war damals schon in dieser Stadt und habe das sehr verfolgt und bin immer noch da, ist, was passiert mit der Stadt, was passiert mit mir, wenn ich dort bin und wie weit wird darauf Rücksicht genommen? Also jetzt nicht auf mich als Person, sondern auf mich als jemand, der da unbedarft vorbeikommt. Mhm. Und da leuchten mir die architekturtheoretischen, architekturkritischen, historischen Einlassungen nicht ein, die sagen, ja, es wirkt vielleicht so, aber gemeint ist es anders. Darauf will ich eben hinaus. Ja. Ein Gebäude ist für mich als Flaneur, was ist das, wie es wirkt. Mhm. Und da sehe ich im Moment, ich hatte jetzt schon ein Streitgespräch über dieses Buch, das ist, hätte man halt so einen Blitz reingetan, davor gemacht, wie es Liebeskind beim Militärhistorischen Museum in Dresden gemacht hat, dann wäre doch alles okay. Und ich gesagt, ja, wenn das gemacht worden wäre, dann wäre dieses Buch auch nie geschrieben worden. Mhm. Es ist aber nicht gemacht worden, sondern es ist bis in die kleinsten Kleinigkeiten die Fassade rekonstruiert worden und dahinter gar nichts. Und dieser Widerspruch, der bedeutet für mich als Flaneur, wenn ich da komme, dass ich ausschließlich ersterer Botschaft ausgesetzt bin. Ich weiß ja gar nicht, was da drin Tolles ist. So, ich sehe nur das. Und was ist für mich im Jahr 2021 die Botschaft eines monumentalen Erstkönigs und dann Kaiserschlosses? Wir haben keinen König und keinen Kaiser. Ich persönlich finde es gut. Dieses Gebäude ist nicht wirklich, also es ist ja auch nicht so wie in Potsdam, wo es einen Zweck gab und dem wurde nachträglich noch eine Fassade drum getan, die da war. Sondern es hier ist eine Fassade aufgestellt worden und dahinter streiten wir uns immer noch, wie es genau sein soll. Und, was ich nicht wusste, bevor ich an diesem Buch gearbeitet habe, architektonisch ist es so ausgelegt, dass man auch Innenfluchten wiederherstellen kann. Das heißt, die Idee ist noch eine andere, womöglich. Ist es Ihnen schwergefallen, so ganz und gar nicht über diese Inhalte, die ja jetzt gerade auch erst heute wieder tagesaktuell aufflammen, also über das Humboldt-Forum zu schreiben? Es ist mir einerseits schwergefallen, weil das eben so aktuell ist und so wichtig und so spannend. Und andererseits ist es mir nicht schwergefallen, weil mir klar war, wenn ich damit anfange, muss ich aufhören. Weil ich dann auch in Gebiete vorstoße, in denen ich nicht kompetent bin, aber gleichzeitig sozusagen sehr involviert. Und deswegen diese klare Entscheidung, das nicht zu tun, was dieses Gebäude ja auch anbietet als Option. Und ich habe ganz stark den Wunsch und das Bedürfnis und die Hoffnung, dass da was für unsere Gesellschaft, für unsere Verfasstheit, für diese Stadt, für uns alle wirklich Wichtiges und Gutes entsteht. Die Bürde ist schwer, weil sich das natürlich immer an seiner Fassade reibt. Also ich stelle mal die Frage, gibt es ein richtiges Leben in der falschen Fassade? Das kann man nicht ausschließen. Das machen die, wie gesagt, großartig, indem sie das ganz stark reflektieren. Aber das Fass, das da aufgemacht worden ist, was niemand aufmachen wollte, als die Idee des Humboldt-Forums in den 90er Jahren entstand, da hatten wir die ganze Kolonialismusdebatte nicht. Da hatten wir keine Rückgabedebatten, da hatten wir keine identitätspolitischen Debatten. Das heißt, da ist eine Büchse der Pandora gegen den Willen der Veranstalter geöffnet worden, die sich dieses Gebäudes jetzt bemächtigt hat. Darüber werden sicher noch tolle Bücher geschrieben, aber dazu bin ich nicht kompetent. Aber so gesehen hatte die Fassade auch einen sehr, sehr guten Zweck, weil ohne diese wäre das vielleicht nicht in dieser Geschwindigkeit
Genau, das ist, damit gehen Sie jetzt schon den ersten Schritt in die hoffnungsvolle Richtung, die ich formuliert habe, dass dieses Gebäude seine eigene Dynamik entwickelt. Mhm. Und das ist ja klar nicht die Intention der historischen Rekonstruktion der Fassade, dass sie eine Kolonialismusdebatte auslöst. Mhm. Aber es ist die Folge. Mhm. Also beziehungsweise, dass sie diese Debatte ganz deutlich verstärkt, mhm. weil das, also mein erstes Kapitel heißt Vorspiel auf dem Theater. Es gibt diese ganzen Diskussionen, es gibt ja auch so eine Art Historikerinnen- und Historikerstreit, wie gut oder schlecht eigentlich das 19. Jahrhundert war, also so das Bedürfnis des Kaiserreichs sehr viel positiver zu bewerten, als das lange der Fall war. Sehr, sehr spannende Diskussion, gehört meiner Meinung nach in historische Fachzirkel und nicht in die Feuilletons. Mhm. Dass sie aber in den Feuilletons stattfindet, sagt ja auch viel über unsere Zeit aus. Mhm. Und diese Diskussion, ebenso wie die Restitutionsansprüche der Familie Hohenzollern, die ja auch viel diskutiert wird, wie auch die Kolonialismusdebatte, all diese Debatten finden auf einem Theater statt, dessen Kulisse jetzt eben in Stein, in Sandstein gemeißelt eine Hohenzollern-Residenz ist. Und diese Koinzidenz, da sage ich als Historiker, es gibt in der Geschichte die Kategorie des Zufalls nicht. Der Zufall ist erfunden worden, um gleichzeitige Ereignisse voneinander zu separieren. Das hat nichts miteinander zu tun. Wenn Dinge gleichzeitig stattfinden, ist erstmal festzustellen, dass sie gleichzeitig stattfinden. Mhm. Und diese Koinzidenz, 100 Jahre nach Ende der Monarchie in dieser Stadt, finde ich, verstörend. Hm. Haben Sie vielleicht auch die Hoffnung, wie ich immer wieder höre, dass sich das irgendwann verwäscht, wenn man als Flaneur vorbeigeht und das Ganze wie Nabokov nur noch als grauen Haferschleim wahrnimmt und nicht mehr als Cremekasten? Ich meine, es wird ja auch nicht schöner, so ein Schloss, besonders da es ja so einfarbig daherkommt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, da fahren jetzt 20 Jahre lang Autos vorbei. Ja, dann wird's sozusagen immer originaler, weil diese Farbe hat's ja nicht, also die Farbe ist ja zum, es ist ja nach Schwarz-Weiß-Fotos rekonstruiert worden und die Farbe ist ja sozusagen eine Behauptung, die, und alle Fotos, die man kennt, und war das so, also es war so, wie es wird. Das ist ja, ich weiß es nicht. Wir haben es ja nicht nur mit dem Schloss zu tun, sondern wir haben es mit dieser, mit diesem ganzen Projekt unter den Linden zu tun. Da war ja sehr viel kaputt und da ist einfach viel rekonstruiert und es sind viele Sachen auch rekonstruiert, von denen die Leute gar nicht wissen. Kronprinzenpalais zum Beispiel wissen viele Leute gar nicht, dass es ein Neubau ist. Mhm. Viele Touristinnen und Touristen sagen, ach guck mal, das Adlon steht doch noch, wenn sie vor dem Adlon stehen. Das heißt, ja, auch das war für mich ein Impetus, das Buch zu schreiben. In der Wahrnehmung von jungen neue Berlinerinnen und Berlinern und Besucherinnen und Besuchern, verwischt es zu mir, ach guck mal, das ist ja alles irgendwie historisch. Mhm. Und man ist unter den Linden, ist man so einem Dauerbeschuss und es ist immer Preußen, Preußen, Preußen. Da ist also eine, und dann frage ich mich, gut, welche Idee von Preußen feiern wir hier eigentlich? Mhm. Und wenn ich Schinkel feiern will, dann darf ich nicht das Schloss, also Schinkel wollte das Kreuz da oben nicht drauf nehmen, der wollte ausdrücklich, das finde ich sehr anrührend, sozusagen die Urkuppel, also es gibt auch ein Kapitel über Kuppelbauten und die Urkuppel ist ja das Pantheon in Rom und es ist nach oben hin offen, das heißt, es ist offen zum Himmel selbst, zur Unendlichkeit. Und das war sein Vorschlag. Aber der König hat das Ganze dann ja nur da drauf gesetzt, um das Kreuz drauf zu setzen und zu sagen, hier habe ich das Sagen. Und diese subtilen Botschaften das wird sich schon irgendwie verschleifen. Ich wünsche mir aber, dass die Menschen sich wohlfühlen in der Stadt, in der sie leben oder die sie besuchen und vor allem in der Gesellschaft, in der sie leben oder die sie besuchen. Und da habe ich mich noch nicht dran gewöhnt, dass diese vielen Botschaften da jetzt gerade auf mich einprasseln. Und haben Sie vielleicht die Hoffnung, dass es wirklich ein Volkshaus wird, insofern, als dass jetzt erstmal kein Eintritt verlangt wird und die Touristenmassen werden natürlich dorthin gekarrt werden in riesigen Reisebussen, gibt ja auch diesen riesen Reisebus-Parkplatz hinterm Schloss und so weiter, dass es irgendwie vereinnahmt wird? Und ja, das, also wenn der Plan realisiert wird, dass die Höfe offen sind, also das ist auch, das ist ja alles gar nicht so einfach, das ist ja auch sicherheitstechnisch nicht einfach, das ist, und wenn die Inhalte, die dort produziert werden, eben auch so sind, dass man sagt, ja, das ist super, dass die Leute da hingehen
weil Sie da viel erfahren über die Verfasstheit dieser Gesellschaft, dieses Landes, dieser Stadt. Das ist ja, also ist ja kaum eine Stadt so schwer zu begreifen wie Berlin. Und da kann das helfen. Also das ist schon meine Hoffnung. Es ist nun mal das architektonische Zentrum der Stadt. Und die Aussage ist ambivalent, beziehungsweise muss ambivalent gehalten werden. Sie darf nicht eindeutig werden in die falsche Richtung. Und daran wird, glaube ich, sehr viel gearbeitet im Innern. Also das Humboldt-Forum, man kann dazu stehen, wie man will, aber als Idee war es ja der Versuch, dieser eindeutigen Hohenzollern-Botschaft etwas anderes entgegenzusetzen, also der Gefahr, die zu konservativ zu interpretieren, etwas Modernes entgegenzusetzen. Wie gut es am Ende jetzt gerade gelingt, ist die Diskussion, die jetzt gerade geführt wird. Aber das zeigt ja, dass da eine ganz starke Bewegung ist, ein ganz starkes Bedürfnis, und ich habe schon die Hoffnung, ja doch, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, wir sind in Berlin. Berlin lässt sich von einem Gebäude nicht einschüchtern, aber jetzt umgekehrt ist die Frage, ob sich ein Gebäude von Berlin einschüchtern lässt. Ein Taz-Kollege von mir hat mal in einer Glosse gefordert, das Humboldt-Forum sollte leer eröffnen. Also wenn schon nicht das Schloss eingerissen werden sollte, dann wenigstens leer eröffnen. Und im Augenblick sieht es ja sehr stark danach aus, als ob wir dieser Fantasie immer näher kommen würden durch die Restitutionsdebatte. Ich finde das gar keine polemische Forderung. Also ich finde, weil, also das ist ja das Ungewöhnliche, dass die Fassade in allen ihren Details so akribisch betrieben worden ist und auch in time fertig geworden, vollständiger, als ich sie jemand vorstellen konnte. Aber der inhaltliche Ausbau, also jetzt nicht nur innenarchitektonisch, sondern eben auch inhaltlich wirklich, sehr, sehr, sehr zeitverzögert und dann eben durch die sich wandelnden Debatten auch immer wieder genötigt zu reagieren. Nichts ist schlimmer, also jetzt sind wir in der Pandemie, da sind alle Gebäude zu, aber nichts ist schlimmer, als ein riesiges Gebäude in der Stadt zu haben, das zu ist. Und deswegen sollte es auf jeden Fall öffnen. Und warum nicht leer? Also dann haben wir wenigstens ein bisschen von der Projektionsfläche, die die Wiese war, an das Gebäude. Und ich fände das wirklich auch sehr interessant, damit umzugehen. Wie reagieren Menschen, wenn sie sich diesem Gebäude und seinen Botschaften von außen nähern und dann betreten sie es? Weil da haben sich ja auch viele Leute Gedanken drüber gemacht. Als ersten Kulturschock, den dieses Gebäude uns verpasst, finde ich das großartig. Und es würde ein bisschen Zeit geben für die Frage, was ist eigentlich die wirklich richtige, bleibende, gültige Präsentationsform, die heute bei dieser Idee an diesem Ort möglich ist. Waren Sie denn schon mal drin? Nein. Und zwar, ich sollte, ich habe das ja nicht heimlich geschrieben, und es gab zwei Termine und die sind beide ich war wegen Corona nicht drin. Nicht, weil ich nicht gedurft hätte, sondern weil die Termine, die dafür vorgesehen waren, abgesagt werden mussten. Und ich wollte damit nur sagen, es wirkt leer nicht besser als voll unbedingt. Es ist halt einfach ein Neubau, ein Betonneubau, eine Stahlbetonkonstruktion. Ja, umso mehr wird es eben mit Leben zu füllen sein. Und ja, ich bin jetzt ganz froh vielleicht sogar, dass ich nicht drin war, sondern dass ich mich ganz auf dieses Äußere beschränken kann. Und es ist ja, also es sind 10 Thesen bei einer sehr hochkarätigen Konferenz in der Villa Vigoni am Comer See, sind 10 Thesen formuliert worden, wie dieses Gebäude zu rekonstruieren sei. Das war damals so vor allem wollten die, glaube ich, ein bisschen Druck aus der Diskussion nehmen und das versachlichen und sagen, das und das machen wir da. Und in diesen 10 Thesen der Villa Vigoni wird eben gesagt, dieser Ort ist nicht nur ein sozusagen Kaiserreich und 19. Jahrhundert, sondern auch ein Volkshaus. Und im Moment ist es eben so, dass die Fassade das nicht nur repräsentiert und das hoffentlich gelingende Innen, das Volkshaus,
Dann sind wir aber wieder am Anfang der Argumentation, davon sehe ich nichts, wenn ich mich dem annähere. Mhm. Und das vermute ich nicht unter einem goldenen Kreuz und einer Kuppel mit einer goldenen protestantischen Inschrift. Mhm. Und das ist sozusagen das Dilemma, an dem diese Stadt sich jetzt befindet, wenn sie ihre Mitte umrundet. Mhm. Und es ist ja so, dieses Buch wird niemanden in seinem Glauben bekehren. Es wird die bestätigen, die das so sehen, und es wird die aufbringen, die das anders sehen. Das ist mir schon auch klar. Aber ich hoffe, es wird einige informieren, die die Geschichte nicht kennen. Mhm. Und das ist der einzige Grund, warum ich es gemacht habe. Die Botschaft, die von diesem Haus ausgeht, ist bei den meisten die Reaktion, die sie auslöst, ist bei den meisten eine sehr emotionale, in diese oder in jene Richtung. Und das sagt ja sehr viel darüber aus, ja, was da geschehen ist und worum es da geht. Und das bringt die Leute, die dort agieren, weiter agieren und agiert haben, in eine sehr, sehr große Verantwortung uns gegenüber, weil es polarisiert. Was mich schon auch noch interessieren würde, das kommt im Buch nicht wirklich vor, aber auch wenn ich aus Flaneurs Perspektive jetzt so darüber nachdenke, hat sich der Berliner oder die Berlinerin in den letzten 30 Jahren verändert? Die sind viel internationaler geworden, die Berliner. Fast kein Berliner ist mehr Berliner. Also es war sowieso, der Berliner hatte sowieso immer einen Großvater oder eine Großmutter, der woanders herkam. Also es war sozusagen immer eine Stadt, die von Migration geprägt ist. Vielleicht nicht aus aller Welt, aber doch nicht, also sozusagen in mehreren Generationen in der Stadt geblieben. Und es gibt ja jetzt doch sehr viele zivilgesellschaftliche Initiativen in der Stadt. Warum haben Sie die nicht in ihre Flaneurs-Perspektive eingebunden? Wie die sich fühlen müssen, sag ich mal, eine afrodeutsche Community oder auch Berlin postkolonial. Diese Leute, die jetzt vor diesem Schloss stehen und wahrscheinlich genauso erschlagen werden von der Monstrosität und der Ausstrahlung dieses Klotzes. Ich frage mich, ob sie vor dem Schloss stehen. Also Berlin ist ja eine Stadt, die sehr zerfällt in verschiedenen, also nicht nur in Ost und West und das immer schon, sondern wirklich in verschiedene Soziotope auch, aber auch in verschiedene Regionen. Und das ist auch immer schon so gewesen, hat was eben mit dieser Geschichte der Stadt zu tun, als Doppelstadt schon gegründet, aber dann eben vor allem mit diesem rasanten Wachstum im 19. Jahrhundert, und die Fabriken standen innerhalb des Stadtgeländes und der Wind kam immer von Westen, also war der Osten dreckig und der Westen sauber, und deswegen entstand der reiche Westen, der arme Osten. Das ist ja alles nicht nach dem Krieg entstanden, sondern ist die Geschichte dieser Stadt. Und die Stadt ist ja nie wirklich zusammengewachsen zu einer Stadt und ist es ja eigentlich auch heute nicht. Und ich habe natürlich darüber nachgedacht, okay, jetzt könnte man das weiten in die soziale Realität oder die gesellschaftliche Realität dieser Stadt heute. Aber ich habe mich ja selber immer wieder zurück sozusagen gezwungen in diese Situation. Nein, ich nähere mich dieser Fassade und dieser Botschaft an. Und ich glaube, dass sehr viele Berlinerinnen und Berliner, welcher Zuwanderungsgeneration auch immer, einfach einen Bogen drumherum machen. Es ist ja eine Gegend, wenn man nicht in die Museen gehen will, die da sind, oder kein Konzert oder Gottesdienst im Dom besuchen will. Von dem kürzlich ein Kommentator meinte, der sei nun durch das Schloss so merkwürdig verzwergt, was ich ausgerechnet angesichts dieses Gebäudes sehr originell fand. Das ist wenigstens auch mal ein netter Nebeneffekt, oder? Dass der Dom verzwergt wurde. Ja, aber total spannend, weil das war ja eine Kommunikation bzw. ein Wettbewerb zwischen Kuppeln. Ja. Also das gehört einfach in das Kuppel. Ja. Also wenn man das alles nicht will, muss man da ja nicht hin. Und Sie haben es ja schon angedeutet, da kann man sich fragen, ob das gut oder schlecht ist. Es wird wahrscheinlich hauptsächlich eine Destination für Touristinnen und Touristen sein. Und viele Berlinerinnen und Berliner, mit denen ich auch gesprochen habe, auch Jüngere und Zugänglichkeit, von welchem Gebäude redest du eigentlich? Mhm. Ach so, da war ich noch gar nicht. Mhm. Also es wird, und das finde ich schade, weil wir haben eine historische Mitte. Und da spielt Preußen eine große Rolle, übrigens auch mit einigen ganz fantastischen Gebäuden. Also Schinkel hat da großartige Sachen gemacht. Ja. Und man, womöglich ist es ein Gebäude, das halt die Touristen anlockt,
aber die Bewohner der Stadt fernhält, ist in Potsdam ja auch passiert mit dem Schloss. Ja, klar. Also das Leben tobt nicht mehr da, das ist der Landtag. Mhm. Und das war ja auch in der Diskussion vor 30 Jahren ein Argument, dass man nicht so einen Riegel macht, sondern irgendetwas, die Wiese wäre das Extremste gewesen, aber da gab es ja viele, viele andere Vorschläge. Ein Centre Pompidou im Grunde. Ein Centre Pompidou, das ist ja auch erwähnt worden in den Diskussionen, aber ein Centre Pompidou, wenn es ein junges Publikum vor Augen hat, sollte in seiner Fassadengestaltung nicht versuchen, die Geschichte um 250 Jahre zurückzudrehen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Mhm. Außer man macht es ironisch, aber das ist ja nicht... Im Sinne Herrn von Bodins. Ja, und nicht im Sinne dieser, nicht im Sinne dieser Fassade. Ich finde da ganz bezeichnend, es ist absolut unfair, aber als Flaneur und Essayist darf man ab und zu auch sozusagen die Standards der wissenschaftlichen Korrektheit verlassen. Was ich schon bezeichnend finde, ist, dass sowohl das Potsdamer als auch das Berliner Stadtschloss eine goldene Inschrift haben über der Tür sozusagen. Und beim Berliner Stadtschloss ist es dieser gewaltige, fundamentalistisch-protestantische Spruch, dass man die Knie zu beugen habe. Mhm. Und in Potsdam ist es, wie ich finde, die sehr pfiffige Distanzierung vom eigenen Gebäude in Schreibschrift «Ceci ne pas un château». Mhm. Das hier ist kein Schloss und gleichzeitig, also das ist Magritte, «Ceci ne pas un château», und gleichzeitig ist es ja auch eine Anspielung an Sanssouci, was da irgendwie, das finde ich zum Beispiel, das macht es mir gleich ganz viel, viel leichter, damit umzugehen. Und diese Art der Aneignung, die fehlt uns noch und die bietet uns halt die Fassade nicht an. Mhm. Die war nicht gewünscht. Das Einzige, womit die Fassade gebrochen ist, ist ja nicht absichtlich, nämlich dass sie einen Kaffeebau oben drauf gesetzt haben, der völlig stört. Mhm. Ich finde, wenn man den Kaffeebau draufsetzen kann, kann man das Kreuz auch wieder abnehmen. Aber wie gesagt, die Diskussion werden wir, glaube ich, weiterführen und zwar... Dadurch, dass es jetzt steht, vielleicht auch weniger erbittert, vielleicht auch ironischer, leichter, freier, weil es steht jetzt ja da und es wird da auch eine ganze Weile stehen und wir werden damit leben wollen müssen und können. Mhm. Wollen Sie noch mal was lesen? Nein. Da steht es. Gewaltig wirkt weniger wie auferstanden aus Ruinen, also von unten aus dem geschichtsträchtigen Berliner Boden gewachsen, als wie gelandet. Ein riesiges Raumschiff, zurück aus der Vergangenheit in die Zukunft. Es mutet fehl an diesem Schlossplatz, der sein Schloss nicht mehr gewohnt ist. Und es teilt uns zunächst einmal mit, dass sich Zukunft auch anfühlen kann wie Vergangenheit. Gemeint ist es womöglich umgekehrt, dass nur in der Vergangenheit die Zukunft liegt? AKW Mitte entfährt es einem Passanten, der es offenbar zum ersten Mal fertiggestellt vor sich sieht. Das ist vor allem despektierlich, aber es ist auch der spontane Ausdruck eines Befremdens, eines Erschreckens über die Massivität eines Eingeschüchtertseins durch die Macht der abweisenden Fassade, ein Gefühl der Fremdheit, das nach spontaner Distanzierung verlangt. Daraufhin wird man sich immerhin einigen können. Ein Zeichen des Aufbruchs ist diese Fassade nicht. Die erste Botschaft, die von ihr und damit von der Entscheidung ausgeht, sie in dieser Form zu errichten, ist die, dass wir unsere Gegenwart und damit unsere Zukunft architektonisch und städtebaulich nur mit Hilfe von Reminiszenzen an eine apodiktisch ernst genommene Vergangenheit gestaltet bekommen. Das wäre, würde es stimmen, ausgesprochen schmerzlich und sehr traurig. Dass es nicht stimmt, zeigen spektakuläre Bauprojekte in anderen Städten. Hätte es nicht werden können wie das Centre Pompidou für Paris? Warum ist die deutsche Antwort auf die Herausforderung einer Großkulturbaustelle ein zum Humboldt-Forum wiederaufgebautes Schloss? Zu dieser diplomatisch eleganten, wenn auch rhetorisch ins Leere laufenden Formulierung hat sich die entsprechende Wikipedia-Seite durchgerungen. Es tut ein bisschen weh, wenn man nachliest, wie die Gründungsintendanten des Humboldt-Forums rekapitulierten, dass auf der Suche nach einer Nutzung für dieses riesige Gebäude hinter der historisierenden Fassade nach der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und der Humboldt-Universität als dritter Akteur Berlin hinzukommen, das mit seiner Stadtbibliothek ebenfalls Einzug in das Schloss halten sollte, um ein lebendiges Klima zu erzeugen, für welches das Pariser Centre Pompidou eine Art Vorbild war. Nun ist dem Gebäude in einem unauflösbaren Paradox die Aufgabe zugeteilt, den Wunsch, moderne Agora, Treffpunkt für alle,
zukunftsweisende Stadtmitte zu sein, im Innern zu erfüllen, während die das Haus nach außen repräsentierende Fassade einen ganz anderen Geist atmet und sich als Wiedergängerin einer autoritär repressiven Staatsarchitektur verstehen oder auch missverstehen lässt, denn so sieht sie nun mal aus. Und die Erbauer sind ja gerade besonders stolz auf die detailgenaue Rekonstruktion. Das ist handwerklich fraglos eine große Leistung, bringt mit Blick auf die ausgesandten Botschaften der Fassade aber ebenso fraglos Probleme mit sich. Danke. Nun gibt es ja drei Leuchttürme das Humboldt-Forum oder das Schloss herum noch. Wäre es nicht auch eine Ironie der Geschichte, wenn sich die Berliner künftig im Haus der Statistik, in der Alten Münze und auf dem Dragoner-Areal treffen würden, während die Touristen immer wieder fehlgeleitet die Berliner zu stören? Berlin ist eine Stadt, die irgendwie nicht in der Lage ist, mit sich als Stadt umzugehen. Das hat, glaube ich, wirklich damit zu tun, wie jung sie als Stadt ist und dass sie sich permanent erneuern musste. Nicht wollte, sondern musste. Und dazu gehört eben auch zum Beispiel, dass man überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, wie das war, hier mit der Mauer zu leben. Das wurde alles sofort, man war so froh, dass die gefallen ist, Gott sei Dank. Aber die Mahnenden, die gesagt haben, lasst mal wenigstens 10 Meter stehen, weil das werden euch eure Kinder nicht mehr glauben. Mhm. Da war das schon alles weg. Mhm. Und dasselbe mit der DDR-Architektur. Also es geht hier, also die DDR-Architektur, für die gilt natürlich genau das Gleiche wie für die Preußen-Architektur. Die repräsentiert ein System, das zu Recht und Gott sei Dank zugrunde gegangen ist. Also es geht hier nicht darum, sozusagen mit der Staatsarchitektur der DDR irgendetwas zu retten. Aber es sind damals teilweise wirklich sehr, sehr spannende architektonische, sowohl ingenieurstechnisch als auch ästhetisch spannende Lösungen entstanden. Mhm. Und das war ja nicht nur dieses System, sondern es war auch eine Gesellschaft. Mhm. Und das wurde auch, damit wurde extrem rabiat umgegangen. Palast der Republik allen vorneweg, aber nicht nur. Und im Moment, mittlerweile hat das ja ein ganz hohes Ansehen, diese eben als etwas Originelles, etwas anderes. Und es ragt halt logischerweise raus aus der architektonischen Geschichte, die die Bundesrepublik hat. Und das kann schon sein, dass eine eher alternative Berlin, sich also über Berlin identifizierende Gesellschaftsschicht in dieser Stadt auf diese Gebäude quasi wirft und sie feiert als Alternative dazu. Mhm. Gab ja auch ein Projekt, ein Internetprojekt, den Palast der Republik wieder aufzubauen, aber an dieser Stelle geht es ja nicht, da steht ja jetzt das Schloss, also da, wo er hingehört, nämlich in Leipzig. Mhm. Wo diese Idee fand ich unglaublich witzig, poetisch. Ja. Ja. Also und die Idee war ja, und gleichzeitig eröffnen. Ja. Also das, aber ich glaube, es gab keine Mittel, ne? Also nein, kein Geld. Es war ein reines Internet. Also ja. im Gegensatz zur Hohenzollern-Fassade in Mitte war das ein reines, sozusagen reines Kunstprojekt, mhm, im Internet. Mhm. Aber von der Idee her ungeheuer stark. Weil es. Ja, das ist mein Plädoyer, ist ja, schaut die Geschichte im Grunde genommen jedes Hauses an, das zu euch spricht. Schaut, seid euch klar, durch was ihr da lauft. Und sehr viel Architektur versucht uns das ja zu nehmen. Und wir müssen uns das als Autorinnen und Autoren und als Leserinnen und als Leser und als Diskutierende bewahren und zurückholen, weil das viel, viel mehr als mit uns macht, als, drum wurden diese Häuser ja gebaut. Ich meine, so ein Kaiserschloss mit so einer Kuppel wurde ja gebaut, oder Königsschloss, und dann wurde ja gebaut, um die Leute einzuschüchtern. Das war ja das Ziel. Das ist ja auch gelungen. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Und das hat immer sehr viel mit der Geschichte, also wenn Sie Paris nehmen, Paris, dass das so homogen ist, hat eben auch sehr viel damit zu tun, dass es im 19. Jahrhundert so homogen gemacht worden ist, und zwar in der Zeit, in der diese Kuppel gebaut worden ist. Eine romantische
aber auch sehr, sehr konservative Stadtarchitektur, zu der diese Boulevards gehören, weil sich da Revolutionen leichter in Schach bringen lassen, die aber gleichzeitig, um das zu gestalten, Elemente aus der französischen Gartenkunst integriert haben. Also das war sowohl ästhetisch als auch politisch unglaublich konsequent. Mhm. Und jetzt laufen wir da heute durch und sind immer noch diesen Botschaften ausgesetzt, die die damals gesetzt haben, weil diese Stadt ja nie kaputt war. Und zu den Botschaften von Berlin gehört, dass diese Stadt alle 20 Jahre kaputt war in irgendeiner Form. Entweder durch einen Krieg oder durch sich selbst. Mhm. Also durch diese Erneuerung. Und was wir halt jetzt sehen, ist, wie man das wieder aufgebaut hat. Also fängt am Potsdamer Platz an. Sind wir mit dem wirklich glücklich? Mhm. Kulturforum werden wir dann, also das, wir, also das, Berlin hat so nach dem Krieg sehr viel mit Solitären gearbeitet. Neue Nationalgalerie, Philharmonie, Staatsbibliothek, das sind ja alles keine Gebäude, die die Stadtentwicklung voranbringen, sondern die nur sich selbst feiern. Mhm. Und in diese Tradition gehört für mich das Schloss. Mhm. Insofern verbindet es auch keine Lücke, in dem Sinne, dass man, also es füllt die zwar, aber es ist sozusagen, es erschließt keinen menschenfreundlichen Stadtraum, wo man sich Lust hätte aufzuhalten. Nein, und es ist auch, also das ist, die Passage habe ich ja gerade vorgelesen, dass es wirklich meine Meinung ist, dass wenn ein Gebäude, also weil das Argument derer, die es wieder aufbauen wollten und die Gelder gesammelt haben und die politisch auch dafür gekämpft haben, war, das gehört dahin. Hm. Wenn ein Gebäude und seine Umgebung lange weg waren, dann ist es sehr die Frage, ob es dahin gehört oder eben nicht mehr, weil die Geschichte sich weiterentwickelt. Also ich habe da ein Kapitel drin, das heißt kontrafaktische Architektur, weil in der Geschichtsschreibung gibt es ja dieses Verfahren, dass man sagt, was wäre wenn. Und das heißt kontrafaktische Geschichte, Geschichtsschreibung, also Geschichtsschreibung gegen das, wie es ist. Und eine kontrafaktische Architektur gibt es nicht, weil ein Haus ist immer da. Da, wo es ist, und zwar jetzt. Und die Umgebung hat sich aber weiterentwickelt und vor allem die Gesellschaft hat sich weiterentwickelt und an dieser Stelle war ein anderes Gebäude mit dem gleichen Anspruch. Und das ist einfach ungeheuer aufgeladen. Das gibt es in dieser Form auch nicht nochmal und ist letztlich auch eine Chance. Vielleicht ist es sogar viel besser so, als wenn da jetzt irgendwie ein genialer internationaler Star-Architekt irgendein Signature-Building hingetan hätte, wo jetzt tolle Ausstellungen und eine super Bibliothek drin wären. Vielleicht wäre das viel langweiliger als jetzt das mühsame Projekt für Berlin, eine lebendige, Berlin-würdige Mitte mit diesem Gebäude zu gestalten und zu leben. Passt irgendwie zu Berlin. Absolut. Dass es sich immer reibt und streitet und hadert und so weiter. Ja, auch dass, also auch, dass es so lange gedauert hat. Also was mich jetzt doch ein bisschen irritiert hat, als ich mir sozusagen die Chronologie nochmal vor die Augen geführt habe, ist, dass dieses Projekt tatsächlich 1990 begann. Ja. Also die Tinte ist noch nicht trocken unter dem Einigungsvertrag. Da geht es schon, okay, das nächste ist das Schloss. Mhm. Das hat mich ein bisschen erschüttert, weil ich erinnere mich damals an andere Themen, die ich wichtig fand. Die ich für diese Stadt und vor allem für dieses Land wichtig fand. Mhm. Und wir sehen nach 30 Jahren, die sind auch zum Großteil nicht gelöst, beziehungsweise in Richtungen gegangen, die unvorhersehbar waren. Mhm. Also, aber dann hat sich das sehr, sehr lange hingezogen und die Diskussionen waren ja heftig. Dann hat sich der Bau auch lange hingezogen. Also kennt man ja in Berlin, Großbaustellen brauchen. Es war schon beim Dom übrigens so. Der sollte natürlich 1900 eröffnet werden, aber es hat auch nicht geklappt. Nee. War dann ein paar Jahre später. Mhm. Es ist typisch Berlin. Also Berlin ist immer dann mutig, wenn es muss. Also wo nichts mehr ist, muss man neu bauen. Ja. Aber hier, wo es hätte mutig sein können, ich meine, so ein Schloss wieder aufbauen ist ja auch was unglaublich Hasenfüßiges der eigenen Gegenwart und Zukunft gegenüber. Und das kann man vielleicht wirklich auch verstehen aus dieser Geschichte heraus, dass ihnen alles Historische immer genommen wurde, dieser Stadt. Und so argumentieren ja auch viele Befürworter. Sie sagen, gönn mir doch
eine Fassade, die ich schön finde, mhm, und etwas, was, wo ich mich geborgen fühle. Ja, das ist die eine Botschaft, die davon ausgehen kann. Mhm. Und das, worüber wir sonst bisher geredet haben, ist aber die andere Botschaft, die auch davon ausgehen kann. Mhm. Und darüber werden wir halt jetzt auch noch weiter streiten müssen. Ist das angemessen? Ist das gerecht, die einen, um den einen das zu ermöglichen, die anderen entsprechend mit zu influenzen, wie man es dann heute nennen wird. Weil Häuser sind ja ganz große Influencer. Mhm. Und deswegen, das nochmal zu Ihrer Frage zurück, glaube ich eben, dass viele einfach wegbleiben. Herr von Drutta, wir reden schon seit einer Stunde, unglaublich aber wahr. Und ich könnte auch noch so weitermachen, aber ich glaube, wir haben die Stunde voll gemacht. Und die Mittagspause ist zu Ende. Mhm. Genau. Ich werde jetzt hier aufessen und dann zur Arbeit eilen. Vielen herzlichen Dank, war sehr spannend. Haben Sie vielen Dank. Ja. Danke. Und danke ans Literaturhaus für die Einladung. Ja. Und es regnet in Charlottenburg, regnet es entschieden. Es war leider richtig zu streamen, obwohl wir natürlich gern, gerade mit der Eingangsfrage, die Sie gestellt haben, die Gärten als Projektionsfläche, sind es ja jetzt gerade wieder für den Weg aus der Pandemie. Wir sehen uns bald da draußen und dann auch wieder hier drin zusammen. Haben Sie nochmal vielen Dank. Danke. Liebes Publikum, schön, dass Sie dabei waren heute beim Brown Bag Lunch. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann schicken Sie diesen Link gerne noch an alle Freunde und Bekannte. Und wenn es Ihnen besonders gut gefallen hat, dann klicken Sie doch auf den Liebe-Spenden-Button auf unserer Webseite. Im Vergleich zu dem, was das Schloss gekostet hat, machen Sie uns auch mit kleinen Spenden glücklich. Einen schönen Tag noch.